Hallo und herzlich willkommen aus der Heretics TV. Mein Name ist Fips und willkommen zu einer neuen Verlag-Review. Yeah! Mann, war das geil! Scheiß mal drauf. Ja, jetzt könnt ihr vielleicht raten oder ihr seht einfach schon im Titel, welchen Verlag ich heute genommen habe. Nämlich EMA! Nämlich Egmont Manga und Anime. Aber eigentlich nur noch Egmont Manga. Bei Namensänderung, aber okay, komme ich später zu. Egmont Manga ist im Vergleich zu Planet Manga ein größerer Verlag. Haben einfach viel mehr geschaffen in ihrer Zeit als Planet Manga. Und Egmont hat einfach ein viel mehrfältiges Umfeld an verschiedenen Mangas und anderen Sachen. Deswegen ist es eine höhere Klasse als Planet Manga. Und es ist für mich mit Carlsen Manga und Tokyopop einer der Top 3. Ich finde, Kaze kommt halt jetzt immer näher ran, aber ist immer noch nicht ganz weit oben, weil die anderen halt nicht schwächer werden in der Hinsicht. Aber Kaze kommt ziemlich gut ran und Planet Manga, der stuppelt immer noch an seiner Stelle rum, habe ich zumindest so ein Gefühl. Kaze kommt aber schon langsam ran, so. Gut, dann will ich mal anfangen. Ich werde jetzt so den Werdegang erzählen und probiere es ein bisschen spannender zu erzählen, nicht, dass es so ein bisschen öde klingt, aber... Ich habe mich jetzt mal so beschäftigt, so wie Egmont eigentlich entstanden ist. Es ist eigentlich recht interessant, mal den Werdegang zu erfahren. Und den werdet ihr jetzt von mir erfahren. Dann legen wir mal los. Alles fing schon 1878 an mit Egmont H. Petersen. Wer hätte gedacht, dass dieser Verlag von einer Person stammt und von dem Verlag auch der Name entspringt. Ne, von dem Typen, der Name des Verlags entspringt. Stellt euch mal vor, der hätte jetzt nicht Egmont gehießen, sondern Klaus Dieter. Der wird jetzt halt ein Klaus-Dieter-Manga und Anime, oder? Klaus-Dieter-Manga. Wahrscheinlich ist er ganz cool. KD-Manga. KDM. Ah, irgendwie so. Ich meine nur, Egmont. Ich habe noch nie den Namen, einen Vornamen Egmont gehört. Aber gut. Es ist doch nicht das Thema. Gut, auf jeden Fall fing alles mit Egmont H. Petersen an in Kopenhagen. Da eröffnete er seine eigene Druckerei. Es hat 26 Jahre gedauert, bis er 1904 mit der Familienzeitschrift, das ist ein bisschen blöd auszusprechen, Hacemet, ich schreibe euch das mal hier rein, das ist ja irgendwie so ein türkischer Name, Hacemet, sein erster großer Erfolg da war. Und das Coole daran ist einfach, diese Zeitschrift existiert noch heute, zwar nur noch in Skandinavien, aber in der Hinsicht, dass es einfach schon seit 1904 diese Zeitschrift irgendwo auf dieser Welt noch irgendwie existiert, finde ich cool. Ganze 10 Jahre später bekam sozusagen, ich sag jetzt mal die Firma, diese Familienfirma, den Titel als königliche Hofdruckerei. Weil ihr müsst wissen, früher war das so, als untere Schicht und obere Schicht, wenn halt die untere Schicht einen Job betrieben hat und das recht gut gemacht hat, dann haben das halt edlere Leute, sagen wir mal, aufgekauft und dann wurde der Ruf so ein bisschen gesteigert und so. Und weil die halt so gut ihre Sachen gedruckt hatten, wurden sie halt auf eine Art und Weise edler und schafften so den Sprung von so einer Familiendruckerei an der Straße, sage ich jetzt mal, zu einer ansehnlichen Druckerei, die gleich in so einer Hofdruckerei wurde, zu so einer königlichen Hofdruckerei. Und das haben sie halt geschafft, so nach einem Sprung von 10 Jahren eigentlich. Ja, 1904 haben sie die Zeitschrift eröffnet und dann, nicht 10 Jahre, was quatsch ich denn da? Ja, was ist denn jetzt? Muss ich mal kurz rechnen. 80, 90, 0, ja, 40 Jahre. Nach 40 Jahren haben sie es dann geschafft, die Eröffnung sogar zu einer königlichen Hofdruckerei. Das finde ich props up. 34 Jahre später, wo sie ja dann schon jahrelang dann in dieser Hofdruckerei lebten, dachten sich die Jungs von Egmont, komm, wir haben doch jetzt Cash gesammelt, wir haben die Reichen haben den reichen Leuten das Geld aus den Taschen gezogen. Nein, Scherz. Auf jeden Fall, 30 Jahre oder so im Dreh, hat es dann, ja gedauert, sage ich jetzt mal nicht, aber dann haben sie gedacht, komm, wir kaufen einfach oder wir probieren mal zu gucken, wie es ankommt, indem wir mal uns die Rechte an den Disney-Comics schnappen. Das haben sie gemacht und haben mit diesen Comics, die sie ja dann sozusagen gekauft haben,
diese Rechte dazu, haben sie dann so geschafft, viele Comics in den deutschsprachigen Raum auch, aber in den europäischen Ländern zu etablieren, sage ich jetzt mal so. Also dadurch, dass sie dieses Rechte gekauft haben, waren sie ein Grundstein dazu, warum wir jetzt auch viele Comics hier in Deutschland haben und auch in anderen Ländern. 3 Jahre später war es dann endlich soweit. Dann kam Egmont nach Deutschland. Noch mit einem anderen Namen, nämlich mit Egmont EPA. Also E-H-A-P-A. Egmont EPA. Das war der erste deutsche Ableger von Egmont. Dann, aber es hat 40 Jahre gedauert. Also der Verlag war da in Deutschland, aber es passierte immer nichts. Weil die Deutschen war das neu. Ich weiß ja nicht mehr im Vergleich zu den anderen Verlegen, aber für die Deutschen war es neu. So Manga, was ist das? Und dann hat es 40 Jahre gedauert. Dann kam der Rainer, weil wir jetzt wieder bei Klaus Dieter waren. Dann kam der Rainer Feest. Und der ging zu diesem Verlag, dachte mir, du gefällst mir. Hat sein Geld rausgenommen und hat diesen Verlag einfach aufgekauft. Und brachte dann 3 Jahre später den ersten deutschen Manga raus von diesem Verlag. Ich sage jetzt nicht insgesamt, sondern vom Verlag. Und das war Appleseed. Gibt es immer noch. Gibt es auch DVD, Blu-ray, noch mehr Anime, Manga. Aber Appleseed. Er brachte Appleseed raus auf den Verlag Egmont. Manga und Anime. Oder da war es noch nicht Egmont und Manga, sondern wie gesagt, der Verlag hat Egmont aufgekauft. Den deutschen, den Egmont EPA. Und der Verlag hieß dann kurzzeitig Festmanga. Ich habe hier mal den zweiten Band von Blame. Und da könnt ihr erkennen, hier steht auch noch Festmanga. Hier unten steht auch noch Festmanga. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Ich halte mal vielleicht ran. Vielleicht sieht man es besser. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich habe das Display andersrum gedreht. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Blame brachten sie in der Zeit dann auch raus. Und der erste deutsche Manga kam dann so 94 erst raus, vom Egmont. 3 oder 4 Jahre später, 97, 98, da war ich 2, 3 Jahre alt, wieder mal ein bisschen ausrechnen, war dann sozusagen der erste deutsche große Erfolg mit Egmont, nämlich mit Sailor Moon. Das kennt ihr alle, Sailor Moon habt ihr alle gesehen, auch du, und du da, der hinter dem anderen Typen da gerade steht. Und lass seine Haare los, er will das nicht. Und dann in der Jahrtausenderwende, 2000, im Oktober so rum, war es dann soweit. Die Gründung von Egmont Manga und Anime. Was ich davor erzählt, die ganze Zeit von Egmont Manga und Anime, habe ich mich verdreht. Die ganze Zeit meine ich eigentlich Egmont EPA. Auf jeden Fall 2000 war es dann soweit. Die Firma Feest Manga hat sich dann gedacht, komm, wir haben zwar noch so die Rechte, bla bla bla, aber komm, wir gründen jetzt einfach den Verlag, wie wir auch ursprünglich hießen, Egmont Manga und Anime. Und in der Zeit, 2000, kamen auch noch weitere Hits raus, die man noch alle kennen muss. Auch vom deutschen Anime-Fernsehen von RTL 2. Nämlich Cardcaptor Sakura, der Manga. Und der Beginn von Ranma 1,5. Genau. Ein Jahr später, 2001, war denn ein Umzug. Dann zog Egmont Manga und Anime aus zum, sag ich mal, Kaff von einer Stadt, dessen Namen ich mir nicht aufgeschrieben habe, weil ich finde, das kein alltäglicher Name von so einer Stadt. Auf jeden Fall sind sie von dort nach Berlin umgezogen und brachten dort ihr Manga-Vorschau, ihre Vorschau-Zeitschrift, wie man sagt, den Shinkan raus. Den habe ich hier auch noch, den gibt es immer noch. Seit 2001 gibt es diesen Shinkan. Der hat wahrscheinlich von der Zeit natürlich ein bisschen sein Design geändert, aber den Shinkan gibt es immer noch. Und das finde ich cool, weil Shinkan müsst ihr alle kennen, bla bla bla, wer Egmont-Fan ist, kennt auch den Shinkan. Aber seit 2001 existiert der Shinkan. Ende des Jahres kam auch der nächste Mega-Hit, der immer noch fortlaufend ist von dem Verlag, nämlich Detektiv Conan. Kennt ihr doch alle Detektiv Conan, unser Meisterdetektiv, schlechthin. Scheiß mal auf Lupin, scheiß mal auf Sherlock Holmes, scheiß mal auf, wen kenn ich noch? Sherlock Holmes, egal. Detektiv Conan, Conan Egawa, Shinichi Kudo, unser Meisterdetektiv. 2002 dachten wir, komm, wir sind so gut dabei, hauen wir den nächsten Mega-Hit raus, der jetzt auch die letzten Monate auch seine Neuauflage hatte, nämlich Inuyasha. Inuyasha, auch Meisterwerk an sich, klasse Reihe und cool, dass er jetzt nochmal erscheint in einem Doppelband.
Cool. Aber nicht nur das. Sie brauchten auch ihr erstes, und sie sind die Vorreiter, ich glaube, es sind auch die Einzigen, die das gemacht haben, ihr ersten Manga-Magazin raus, nämlich Manga Power. Habe ich hier mal ein Beispiel, den Manga Power, der hat damals 5 Euro gekostet. Ein dicker Band und da sind, ich weiß nicht wie viele Titel, lasst mich jetzt mal spinnen, 20 Titel in einem und von jedem Titel ist immer ein Manga-Kapitel drin. Müsst ihr euch so vorstellen wie so eine Shonen Jump. Da ist ja auch, da haben sie auch ihre Titel und da ist immer ein Kapitel drin. Wo zum Beispiel Naruto, One Piece und so alles drin ist. Es ist halt hier bei uns so gewesen. Da hatte man zum Beispiel ein Kapitel von Peach Girl, ein Kapitel von Wave. Natürlich alle so alte, ältere Serien von 2003, die da in dem Verlag auch erschienen. Und später war das dann so, dass Manga Power leider abgesetzt wurde nach gefühlt 1,5 Jahren. Und ich glaube, danach kam dann erst die rein, die sie hier immer vorgestellt haben. Monatlich kam sie auch als eigenständiger Manga raus. Aber sie waren die Vorreiter an so einem Manga-Magazin und schade, dass es sowas heutzutage nicht mehr gibt. Ich würde es kaufen. Ihr wahrscheinlich auch. 2002 war auch das Jahr, wo der erste deutsche Manga nach Deutschland kam. Vom Verlag. Ich glaube vom Verlag. Ich glaube nicht insgesamt, sondern ich glaube vom Verlag. Nämlich der Manga, oh Gott, wie hieß der nochmal? Nangleis Herz. Der sagt mir gar nichts. Aber es war der erste deutsche Manga von dem Verlag. Glaube ich. Ein Jahr später sind sie leider schon wieder von Berlin nach Köln gezogen, was für mich als Berliner natürlich sehr traurig ist, aber okay. Und wie ich gesagt habe, hat ja Manga Power aufgehört. Also sagen wir mal, Manga Power war eigentlich nur in Berlin war nur in Berlin da, sage ich jetzt mal so. Und als sie dann nach Köln zogen, gab es ein neues Magazin, was ich jetzt aber nicht gerade per Hand habe, ist Manga Twister. Eigentlich das gleiche. Nur unter anderen Namen, aber der Manga Twist ist auch erschienen. Leider auch schon wieder abgesetzt. Tja, woran kann es liegen? Ich weiß es nicht. 2003 bis 2005 war Ema einer der Mitorganisator von der Anime Convention Konichi, also Konichi mit Animax. Ich glaube, Animax ist immer noch Organisator, aber Ema war auch einer der beiden Hauptorganisatoren von 2003 bis 2005. 2004 endlich an der Zukunft angekommen, in der Zukunft des Internets, haben sie auch ihre eigene Website erstellt, die es natürlich auch immer noch gibt, mit aber schon wieder ein komplett anderes Design, als es gestartet hatte. Und im Jahr 2004 kamen auch die ersten Manwas nach Deutschland. Also was ein gutes Beispiel, gucke ich mal, ob ich jetzt jemand finde. Nee, das war Planet, ich habe jetzt keinen, der mir jetzt gerade einfällt. Aber kamen auch die ersten Manwas nach Deutschland. Heutzutage eher weniger nur noch. Wahrscheinlich kamen die nicht so gut an, aber naja. Mittlerweile haben sie auch in den Jahren viel Ansehen bekommen als großer Verlag, sodass sie es geschafft haben, viele Ehrengäste auf allen möglichen Conventions zu kriegen. Ob es halt Ema Toriyama ist oder Gosho Aoyama, also der Mangaka von Detective Conan. Dann war es eigentlich eine ganze Zeit lang ziemlich ruhig vom Verlag. Die machten halt ihre Titel, die machten mal ihre Convention da mit und da, bla bla, aber es gab intern keine große Veränderung mehr. Nur so kleine Sachen, wie dass sie 2011 dann mal endlich ihre erste offizielle Facebook-Seite erstellt hatten. So nach und nach immer mehr in dieses Social Network kam, so Twitter, Instagram und was noch kommen würde. Aber da haben sie sich erst so langsam reingefunden. Und so fing es dann auch an, dass sie dann ihre ersten digitalen Mangas rausbringen. So, und das waren zum Beispiel so Adikan oder Ninja for Life und viele andere. Und das ist jetzt immer noch kontinuierlich. Jetzt im Jahr 2015 ist es ja auch so, dass gefühlt jeder Verlag jetzt E-Mangas rausbringt. Und das wird halt immer mehr und das wird auch die Zukunft sein. Aber damit war 2011 schon der Anfang von EMA, dass sie das schon so rausbrachten. Und weil wir gerade beim Namen EMA sind, was ich vorhin angesprochen habe, hat sich dann 2013 Egmont Manga und Anime gedacht, komm, Manga, Anime, wir machen immer wirklich mehr Mangas, Anime, weniger bis gar nicht mehr und dann haben sie den Namen geändert, einfach das Anime weggestrichen und seitdem heißen sie noch Egmont Manga. Das Design vom Logo her, von den Mangas her, wurde dann auch abgeändert, das stand ja auch immer drauf, Manga, Anime und dann gab es irgendwann nur noch Manga. Und das war auch die letzte Neuigkeit, die sie dann immer hatten. Dann gab es nichts mehr Neues aktuell. Das Einzige, was ich noch weiß, ist halt, dass im Vergleich
zu Planet Manga, die so 60 Titel, glaube ich, hatten, hat Egmont 1500 Titel insgesamt in ihrem Verlag. Und pro Jahr kommen so im Schnitt 220 Manga neue Reihen dazu. Müsst ihr euch mal geben. Krass einfach. Einfach nur krass. Ne, warte mal, 2200 Manga. Ne, Reihen kann gar nicht hinhauen. 2200 Mangas raus. So, Reihen geht ja gar nicht. Ich müsste mir eigentlich mal ausrechnen, wie viele Reihen so im Schnitt rauskommen. Ich denke mal, verschiedene Reihen wird es wahrscheinlich auf 40 kommen. 40, 45. Und 200, aber trotzdem 220 Mangas pro Jahr dazu. Das heißt, in 4 Jahren, in 5 Jahren haben wir schon wieder 1000 noch was dazu bekommen. Also ungefähr so viel, wie wir es jetzt haben. Einfach nur krass, wenn man sich das mal vorstellt. Aber gut, ich glaube, das reicht jetzt erstmal von EMA. Also EMA ist ein Top-Verlag. Weil die haben alles. Leider haben sie kein Manga-Magazin mehr. Das wäre cool, wenn sie es noch hätten. Aber sie haben eine richtig stylische Manga-Vorschau-Heft. Sie haben viele verschiedene Titel im Programm, die mich alle ansprechen. Also ich kaufe sehr viele Manga von Egmont, weil da ist wirklich alles dabei. Horror, etwas edgy, nicht extrem wie Planet Manga, aber ein bisschen. Love-Stories, Action, Mystery, hat glaube ich schon erwähnt. Und ihr habt ja, entweder seht ihr jetzt oder ihr habt schon diese Vorschau gesehen, welche Mangas ich auf den Tisch wieder liegen hatte. Es sind einige Titel dabei, die wirklich cool sind. Und einer meiner Favorites ist ja hier Noragami, ist ja einer meiner Lieblings-Manga und Anime. Und was ich jetzt euch noch ans Herz legen möchte, was ihr unbedingt mal lesen müsst, ist zum Beispiel Knights of Sidonia. Und ein guter Kumpel von mir, nämlich der Goddy, hat auch vor ein paar Wochen hat er auch eine Review gemacht zu Knights of Sidonia. Da müsst ihr auch unbedingt mal reinschauen. Den Link packe ich euch unten rein von Knights of Sidonia. Wirklich zu empfehlen. Ist egal, ob Anime. Der Anime hat 2 Staffeln, je 12 Folgen. Oder der Manga, der immer noch fortlaufen ist. Ich glaube, jetzt bei Band 10 ist. Ich glaube, immer noch nicht abgeschlossen. Deswegen gebt euch den unbedingt. Der ist cool. Ich kann euch mal so einen kleinen Zeichenstil geben. Also das ist ja der Zeichner zu Tomi Nihai, der ja mehr mit Bildern als mit den Texten spricht. Und ja, gebt euch den. Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Egmont ist ein richtig cooler Verlag. Und da will ich jetzt gar nicht hier irgendwie einschleimen oder so. Cooler Verlag und ich hoffe, Egmont wächst noch mehr, macht noch mehr aus sich, entwickelt sich noch mehr zu einem größeren Konzern. Und ja, damit beende ich das Video. Das war's und bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.